Moin Leute, ich bin Mo von VR, mein Name ist Mo Tensen und das hier ist mein kleiner YouTube-Kanal. Hier dreht sich alles um VR und vor allen Dingen teste ich auch wirklich gerne neue VR-Hardware. Momentan gibt es einen aktuellen Kandidaten, der sehr interessant ist. Ich habe auch schon ein Video gemacht, weil ich es mal ganz kurz auf einer Veranstaltung, auf der Reveal-Veranstaltung der Pico 4 ausprobieren durfte. Heute ist ein Paket gekommen. Zack. Meine lieben Freunde von Bestware, die vertreiben die Pico 4, da kann man sie auch vorbestellen. Die haben mir ein Gerät zur Verfügung gestellt, damit ich es testen kann. Ja, für mich und vor allen Dingen für euch. Und ich habe auch schon das aufgeschnitten. Guckt euch das an. Es geht heute um die Pico 4 natürlich. So schaut das Ganze aus. Ich habe ein kleines Déjà-vu. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich die Pico Neo 3 Link hier in den Händen hatte. Ja, der Karton hat nahezu dieselben Ausmaße. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, denn dieses Gerät ist wirklich spannend. Machen wir ein Unboxing. So, das ist der Karton. Hier kann man auch schon ein paar der Spiele sehen. Tatsächlich Demio sehr geil. Und Blade and Sorcery auch sehr bekannt. Hier ist Cities VR, Rec Room natürlich, After the Fall, der Knaller. Und für mich besonders interessant auch Multibrush, beliebte 11 Table Tennis. Ansonsten steht hier nur drauf. Ich weiß gar nicht, was für ein Modell ich bekommen habe, Leute. Wartet, wartet, wartet. 256 Gigabyte. Alright. Das Ganze ist wieder in einer Papierhülle. Voilà. Eine extra Packung. Und es scheint es auch schon zu sein. Abgefahren. Super aufgeräumt. Sieht sehr schön aus. Guckt euch das mal an. Damit kann man noch was anfangen. Also, in dieser kleinen, wunderbaren Schatulle. Erstmal Quick Guide, User Guide und Safety and Warranty. Ja, kennen wir alle. Hier sind Sachen beschrieben. Dann haben wir hier ein sogenanntes Nose Flap. Ja, frag mich nicht, wie das auf Deutsch heißen würde. Nasenfloppy. Ja, das klemmt man später so in die Brille und das dunkelt dann den Bereich unter der Nase ab. Ja. Für Brillenträger gibt es hier dann noch ein Spacer, Abstandshalter und ihr könnt es auch sehen, das ist magnetisch. Dann gibt es ein USB-C zu USB-C-Kabel, circa 1 Meter lang, dazugehörigen Netzteil. Meistens lasse ich sowas sogar eingepackt, denn ich habe jede Menge von diesen Netzteilen. Das ist ja Gott sei Dank mittlerweile ein Standard, das USB-C mit den Bandseilen für den Controller. Und jetzt kommen wir aber wirklich zum Eingelegten. Meine Güte, Leute, das ist sie. Das ist die Pico 4. Sehr schön eingepackt. Die Verpackungen sind leider nicht komplett plastikfrei oder sowas wie bei Apple. Ja, auch sehr angenehm, aber trotzdem sehr elegant. So, hier liegt es einfach so drin. Und wir beschäftigen uns natürlich zuerst mit den Controllern. Ja, so, was ich nämlich noch nicht Gelegenheit hatte, ist mal zu gucken, wie hier die Batterien aufgehängt sind. Aha, interessant. Hier sind jeweils dann zwei Batterien drin. Und hier ist eine Lasche, die das Laden verhindert. Die kann ich jetzt gleich mal entfernen. Voilà. Ich habe ja schon beim ersten Test gemeint, dass die Controller auch wirklich angenehm schwer in der Hand sind. Und vor allen Dingen wirklich überall schön abgerundet. Ja. Das macht echt einen sehr wertigen Eindruck. Ja. Wenn ihr das mal beobachtet, hier ist überall, ist es so leicht angerillt. Ich hoffe, das kann man ein bisschen sehen hier auf dem Video. Fühlt sich sehr gripmäßig an. Und dann auch das Besondere hier, diese Schleife von der Pico 4. Die soll unter anderem dafür sorgen, dass man, wenn man nachlädt oder so, sich da mit diesen Ringen, die wir sonst immer hier drumherum haben, nicht so ins Gehege kommt. Ja, könnte auch ganz interessant sein. Also schöne Geschichte, dass sich da mal jemand Gedanken gemacht hat. Das Ganze wirkt massiv wertiger und stabiler auch als der Vorgänger Pico Neo 3 Link. Ja, muss ich echt sagen, das ist eine große Geschichte. Und was wir mittlerweile auch schon wissen, das hat Sebastian mittlerweile herausgefunden, die Knöpfe sind kapazitiv. Ja. Wenn ihr euch mit dem Zeigefinger annähert oder mit dem Daumen, dann reagiert das schon. Das merkt der Controller. Das sind keine reinen digitalen Knöpfe, die nur auf Knopf reagieren, sondern hier sind kapazitive Sensoren. Das ist auch eine wunderschöne Sache. Mit den zwei Batterien sollen die Controller 80 Stunden halten. Dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Ich glaube, das kann ich sogar hier einfach so rausziehen. Wupp! Und schon sind sie aktiviert.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde auch die Farbe interessant. Das ist jetzt kein Weiß, sondern ein sehr, sehr helles Grau. Und da hast du die Pico selber. Die ist ja richtig eingepackt. Wie schon beim Vorgängermodell ist das Headstrap hier dran mit der Batterie. Und scheinbar haben sie aber diesmal den Strom nicht hier drüber gelegt, sondern irgendwie im Headstrap. Ja, das letzte Mal konnte man nämlich dieses Teil hier gar nicht entfernen, weil da der Strom zu dem Akku durchging. Sehr gut gesichert hier das Ganze. Ich ziehe das mal ab. Ja, zack. Das macht wirklich Spaß, Leute. Das ist so ein bisschen neue Sachen auspacken. Ist natürlich immer was Feines, ne? Zack. Das Material hier hinten ist Kunstleder. Es ist nicht so weich wie zum Beispiel mein Kiwi Elite Strap, das ich jetzt in der Quest habe. Macht erstmal einen ganz guten Eindruck. Das ist auch das Interessante, ja. Ich hatte diese Brille jetzt ein einziges Mal auf, für einen kurzen Moment auf der Live-Veranstaltung und da fand ich alles sehr gut. Der Langzeittest wird natürlich jetzt interessant, ne? Ist es denn wirklich in der Praxis jetzt alles bequem und toll? Es ist auf jeden Fall leicht. Ja, ich habe an meiner Quest jetzt das Elite-Headstrap dran, auch mit einem Akku etc. Das hat insgesamt dann ein ganz schönes Gewicht. Dieses Komplettding ist ungefähr so schwer wie der vordere Teil einer Quest 2. Und hier verteilt sich aber das ganze Gewicht dann auf dieses Gerät, was ich beim ersten Anprobieren sehr entspannend fand. Hier geht es noch weiter. Dun, 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 dun. Ich weiß nicht, warum sie sich da haben von der Valve Index inspirieren lassen. Hier vorne so ein ganz glattes Glasteil zu machen. Oder wahrscheinlich ist es Plastik, ne? Das ist natürlich Magnet für Fingerabdrücke, aber gucken wir einfach mal. Hier können wir jetzt schön sehen die vier Kameras. Ja? Eins, zwei, drei, vier. Die sind nach vorne und ein bisschen nach unten und oben gerichtet. Hier sind die ziemlich präsent, die Lüftungsschlitze. Bin ich mal gespannt, ob der XMR2-Chip, der da drin ist, dann auch mit einem höheren Takt laufen darf. Hier ist ein USB-C-Port. Hier haben wir offensichtlich zwei Mikrofone. Ja, bin ich mal gespannt. Ist natürlich für uns YouTuber auch nicht unwichtig, dass die eine gute Qualität haben. Und hier ist einfach ein Anschalter und eine LED, die noch Bescheid sagt, ob das Ding an ist oder nicht. Hier direkt am Headstrap plus. Minus. Hier stellt man dann die Lautstärke an. Hier kommt die Zauberei raus. Die sind ein bisschen größer als die Quest Headstrap Speaker. Ja. Mal sehen, ob die auch einen anderen Sound machen. Und so, das ist das ganze Ding. Jetzt kommt noch das Schönste. Interessant, ich habe gedacht, das komplette Gasket ist magnetisch. Dann hatten wir offensichtlich auf den Ausstellungsstücken schon den Spacer drauf. Ah, dann kann man das nämlich hier so klick-klack machen. Also tatsächlich sind das einfach auch nur Plastik-Nupsis, mit denen das Original-Gasket drin ist. Das Gasket selber ist aus einem sehr schönen, angenehmen Stoff. Das macht erstmal einen guten Eindruck. Hier sind auch Spaces drin. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Genau, hier. Das ist für Brillen, Bügel, ja, damit man bequem reinkommt. Ich weiß ja schon, dass das gut funktioniert. Das testen wir aber auch gleich nochmal. Und hier sind halt die großen Pancake-Linsen. Boom, das ist das, was jetzt wirklich, wirklich an diesem Gerät deutlich anders ist als bei allen Headsets, die ich bisher in der Hand hatte. Ja? Und guckt euch mal an, wie dünn dieses Gerät ist. Ja? Unfassbar. Das ist alles. Das hier ist die komplette VR-Brille. Da ist auch der komplette mobile Prozessor mit drin und so weiter und so weiter. Und der Akku ist ausgelagert hier hinten. Der soll 2,5 Stunden gehen. Und jetzt geht es mal los. Das hier ist auch schon magnetisch, seht ihr das? Ja. Nur das Gasket ist mit den Stöpseln in der Brille und ab jetzt ist alles magnetisch. Das ist ja eigentümlich, warum sie das Original-Gasket nicht schon magnetisch haben. So nimmt man es dann rein und kann es dann auch ganz einfach wieder abziehen. Das ist wirklich schön. Voilà. So, witzigerweise, der Magnetismus reagiert erst, wenn man diesen Spacer drin hat. Ja? Ansonsten steckt es genauso wie bei der Quest 2 drin.
Das war mir neu, finde ich interessant. Aber ich lasse den auf jeden Fall drin, weil ich heute das Teil ja noch mit Brille testen möchte. Auch hier hinten. Das Schraubding ist auch sehr angenehm. Das macht so ein fluffiges Geräusch und nicht dieses Ratsch, Ratsch. Fühlt sich sehr wertig an. Das ganze Gerät macht wirklich, wirklich einen guten Eindruck und ist halt sehr leicht und gut ausbalanciert. Und vor allen Dingen, ich hatte es schon gesagt bei meinem ersten flüchtigen Eindruck, den ich hatte. Ja. Die Linsen sind halt sehr groß und vor allen Dingen gibt es diese klasse Edge-to-Edge-Clarity in dem Headset. Und der Marco von New VR Tag, der hat nämlich einen Field-of-View-Test gemacht. Und den Eindruck, den ich damals hatte, der bestätigt sich jetzt. Er hat da ein Field of View, das ist natürlich bei jeder Person anders, ja. Die Augen liegen anders, mehr drin im Kopf, mehr draußen. IPD spielt eine Rolle. Bei jeder Person ist das Field of View ein bisschen anders, aber er hat gemessen 102 mal 102, ja? Also sowohl horizontal als auch vertikal. Und das kommt tatsächlich den Werten der Index extrem nah. Bei den Fresnel-Linsen wird nämlich, wenn ihr die Augen bewegt im Headset, wenn die Sachen zum Rand hin deutlich unschärfer. Es gibt so einen Bereich in der Mitte, der dann schön scharf ist. Bei diesen Linsen, ja, habt ihr das gar nicht. Ja, da guckt ihr hin und es ist überall scharf. Zumindest war das so in meiner Erinnerung. Das werde ich jetzt nochmal austesten, ob das immer noch genauso ist. So, und das ist das schöne Ding. So, eine Geschichte, die ich halt seinerzeit auf der Veranstaltung schon bemerkt hatte, ich habe es euch auch eben gezeigt, im Face Gasket sind diese Rillen drinne. Man kommt hier halt wirklich sehr gut mit seiner normalen Brille rein, ja? So, zack. Das funktioniert. Ich bin aber totaler Fan von Einlegelinsen, weil man dann auch gleichzeitig verhindert, dass die Brillengläser an die Linsengläser ratschen und da vielleicht mit der Zeit Kratzer reinmachen oder so. Ja? Das schützt halt die Originallinsen. Das ist nämlich etwas, was bei einem Headset halt schlecht ersetzbar ist. Die Linsen, die hier eingebaut sind. Irgendwelche zum Auswechseln kann man immer wieder erneuern. Das ist schon mal eine Sache, die mich sehr freut als Brillenträger, dass man diese Brille auch wirklich mit seiner normalen Brille benutzen kann. Ja? Die Einlegelinsen, die ich mir dann dafür gerne besorge, sind natürlich Luxus. Die muss man nicht blechen, sondern kann man schauen, ob das auch so geht. So, und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich zeige euch meine Haare. Da sind sie. Sehen sehr merkwürdig aus. Und wir setzen das ganze Ding mal auf. Also, mit Brille. Ich muss ja noch ein bisschen drehen. So. Okay. Das Ding spanne ich jetzt auch mal. Wow. Ich habe noch vorhin eine Stunde mit der Quest gespielt. Meine Güte. Erster Eindruck ist, wie ich ihn schon hatte während der Live-Veranstaltung, während der Pico-Veranstaltung, wirklich toll. Ja, das fühlt sich sehr, sehr leicht und ausbalanciert an. Das sitzt auch gut. Ich habe hier so ein bisschen Light Bleeding jetzt, aber das fällt einem auch nur auf, solange die Brille aus ist und man vorne nicht sieht. Ja. Das dürfte dann auch weg sein. Den Test mache ich jetzt auch mal. Wenn ich dann Linsen drin habe, ja, genau. So. Zieht sich ja alles zusammen. Ich kann hier unten durchgucken. Ja, ich sehe, also ich muss ein bisschen das, so ein schmaler Spalt vorbeischielen. Ich sehe jetzt hier so ein bisschen meine Hände. Dafür gibt es dieses Nose Flap. Ja, das macht dann komplett alles dicht. Ich freue mich natürlich, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo die Headsets endlich leichter und schmaler und kleiner werden. Das Einzige, was wir alle vermissen im Verhältnis zu Pico 3, ist der 3,5 mm Klinkenstecker. Ja, finde ich nämlich gar nicht so schlecht, direkt einen Kopfhörer reinzustecken. Da werde ich natürlich aber gleich mal probieren, wie das mit Bluetooth-Kopfhörern ist oder so. Die haben ja meistens eigentlich eine Latenz. Ich bin aber auch total zufrieden bei der Quest mit den eingebauten Lautsprechern. Na, ich zeige die euch nochmal. Hier sind sie auch wieder. Und bin mal gespannt, wenn die an der Pico 4 jetzt einen genau gleichen Job machen wie den von der Quest. Dann brauche ich auch keine Kopfhörer, das ist okay für mich. So, meine Lieben, das war jetzt das Unboxing. Ja? Ein Video, wo ich die ganzen technischen Daten abgefüttert habe, das habe ich ja schon gemacht. Nochmal auf die Schnelle. Die Auflösung der Brille ist 2160 mal 2160 Bildpunkte pro Auge. Ja? Das bedeutet, sie hat ein bisschen höhere Auflösung als ihre direkten Vorgänger und auch die Quest 2. Ein großer Vorteil ist, dass die schönen klaren Pancake-Linsen frei einstellbar sind, was euren Augenabstand angeht. Ja, das ist tatsächlich ein großer Vorteil. Das ist sehr komfortabel. Und ansonsten ist es halt ein schönes, interessantes, leichtes Gerät. Pico knallt da auch wirklich ganz schön hartnäckig gerade in den europäischen Markt und macht Meta echte Konkurrenz.
wie sich das jetzt mit der Software in Zukunft abspielt. Ja, denn da ist zum Beispiel der Metastore momentan einfach wirklich noch mehr gefüllt. Aber man kann die Brille ja auch über Wireless LAN am PC betreiben und seine ganze Steam-Bibliothek und vor allen Dingen mit dem Virtual Desktop, das gibt es auch für Pico, dann auch die ganze Rift-Software abspielen. Hm, das funktioniert auch. Wie sich das jetzt schlägt in Zukunft, werde ich in den nächsten Tagen ausprobieren. Wenn ihr jetzt heiß drauf seid. Und nicht zuletzt hat mir dafür Bestware dieses Gerät zur Verfügung gestellt, dieses Testgerät. Dann geht doch bitte über die Links, die ich unter das Video mache. Das sind Affiliates-Links. Ich bekomme also ein bisschen Provision. Ihr könnt also dadurch auch noch den Kanal hier unterstützen und könnt vorbestellen. Ihr könnt euch die Pico 4 mit der 128 GB Option. Und wenn ihr zum Beispiel sehr viel am PC spielen wollt und gar nicht so viel autark, dann reicht 128 fett aus, für 429 € bestellen. Wenn ihr sagt, ich will das auch sehr viel autark benutzen, dann ist es schon komfortabler, die 256 GB Version zu nehmen. Die kostet dann 499 €. Und damit seid ihr sogar noch günstiger als die bereits 2 Jahre alten Quest-Derivate. Ich würde sagen, Leute, die jetzt eine Quest 2 haben und glücklich sind, die müssen auch nicht jetzt auf Krampf changen. Nächstes Jahr kommt schon wieder das nächste Gerät von Meta. Aber für Leute, die jetzt neu einsteigen in VR, ist es gerade wirklich das perfekte Gerät. Das muss man einfach mal so sagen. Ob jetzt aber da noch kleine Knicke und Kniffe in der Praxis auftauchen, das werde ich in den nächsten Tagen rausfinden. Bleibt also am Ball und vor allen Dingen schreibt mir doch mal bitte eure Meinung jetzt zu diesem Gerät in die Kommentare, da würde ich mich sehr freuen. Und da ich die nächsten Tage Videos machen werde und versuche alle Aspekte dieses Geräts mal auszuchecken und für euch ein bisschen aufzuarbeiten, schreibt mir selbstverständlich eure Fragen rein. Ja, wenn ihr Fragen habt zu Pico 4, dann werde ich versuchen, das rauszufinden und in Videoform hier zu beantworten. Und dann sehen wir uns einfach die nächsten Tage. Bis dann, Mutensen, ich bin raus. Vergesst nicht ein Däumchen unter diesem Video, da würde ich mich sehr dankbar fühlen. Abonniert den Kanal, das ist für euch gut, dann verpasst ihr nämlich nichts. Und jetzt war's das. Mofan VR, immer für euch da. Bye-bye. Von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mofan VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tenzin, Mofan VR.